Hallo, ich bin Fred Leumer, bin Winzer hier in Langenlois und habe hier ein Weingut seit 30 Jahren in etwa und seit 15 Jahren beschäftigen wir uns mit biologisch-dynamischem Anbau. Biologisch-dynamischer Landbau heißt Hofindividualität, Biodiversität und Schonung der Ressourcen. Und vor allem die Hofindividualität ist das große Unterscheidungsmerkmal zur konventionellen Landwirtschaft. Nachdem die Biodynamie mit der Natur arbeitet, ist die Biodiversität eines der wesentlichen und zentralen Elemente. Und die gilt es, vor allem in der Monokultur Wein, zu fördern und auszubauen. Zur Förderung der Biodiversität braucht man auch Tiere und deshalb arbeiten wir seit 2007 mit Schafen. Sie bringen Seele ein und sie fördern die Biodiversität und sie räumen auf nach der Ernte, also haben ganz viele Vorteile. Und deshalb sind wir so froh, seit 10 Jahren so Schafe zu haben.